Auch im nächsten. Trickkurs ist, glaube ich, auch ein 2D-Level. Jupp. Ins Gesicht. Das kann auch Geräusche machen, nachdem es tot war. Die kommt man auch irgendwie... Ah, schlecht. In der PS1-Version konnte man die auslösen, ohne dass man halt rein springt oder rein tritt oder was auch immer. Das war episch, aber hier geht es leider nicht. Wie man sieht. Hier, er kommt halt nicht so glücklich, Wasserwäsche. Aber ich weiß nicht, ob man damit durch höher springen kann oder so. Aber jedenfalls habe ich das Gefühl. Und wenn man jetzt einen Milchshake hat, wird er sofort, ja. Ja. Und danach ist man sofort halt wieder fröhlich. Das ist... Die landen schon da, die Büsche, da darf man nicht reinlaufen, selbst wenn man einen Milchshake hat. Oh, das wäre auch knapp. Ja, locker. Also die vierte Welt ist natürlich die schwerste. Ich glaube, der dritte Endgegner, der ist... Ne, nicht Gunula Gause. Wie heißt der nochmal? Ach, ich hab das so lange nicht mehr gespielt. Wie heißt der nochmal, die alte Hexe da? Alexander Seitz. Nee. Gunula Gause auch nicht, aber doch, die ist Gunula Gause. Jetzt nenne ich einfach Gunula Gause. Das ist auf jeden Fall der schwierigste Endgegner. Obwohl der hier auch irgendwie ein bisschen furchteinflößend ist, wenn man so einen fetten Arsch auf einen drauf setzt, ist dann sofort tot. Das ist das Doofe. Und zwei von drei und noch dieses B-Teil, was wahrscheinlich für Boss steht, keine Ahnung. Stinkt hier. Schicke Baum im Hintergrund. Grund, dass er alles so abgefuckt aussieht. Aber ich glaube, in der zweiten Welt, das ist alles etwas komisch designt. Das soll ja Entenhausen sein, glaube ich. Aber da sind einige Sachen nicht so an der Stelle, wo sie sein sollten. Andere sind nicht vorhanden, wo sie eigentlich sein sollten. Nur weil ich es kann. Oh, und... Ah, oh, shit, das war unnötig. Und... Das ist schon irgendwelche Rohre, die Gas ausstoßen. Irgendwelche Abgründe, die da nicht hingehören. Wow, oh, ins Gesicht. Das wird ohne Milchshake schon knapp. Geht das überhaupt ohne Milchshake? Nur 11 Leben. Einmal sind wir gestorben, weil es unnötig war. Und das geht hier leider nicht. Und wir... Haben wir alles? Hoffentlich. Ich mache zwischendurch immer Aufnahmepausen, weil der Ton sonst arg asynchron wird. Und das ist unnötig. Ja, das wieder. Nein. Was will er hier von mir? Nein, ich will das Level nicht verlassen. Die dritte Weltländer haben nur Geister und Frankenstein-Monster. Da, was soll der Abgrund da? Das ist unnötig. Ja, das ist ja geil, wie er springt. Schmetterling fangen anders. Diese beiden sind höchstwahrscheinlich schwul. Zack. Donald ist so episch, er kann sich bewegen, um seine Füße zu bewegen. Das ist irgendwie von Merlock oder wie er heißt. Warlock oder was auch immer. Dem Zauberer. Und er hat die bösen Spielzeuge verbannt oder weiß ich nicht was. Ins Gesicht. Ja, die erste Welt ist nicht sehr anspruchsvoll, die zweite eigentlich auch nicht. Die dritte schon eher und die vierte, die da kann man ab und zu sogar mal sterben. Aber an sich, das Spiel ist schon richtig geil. Aber nicht eines der besten PS1-Spiele, die ich kenne.
Obwohl die PS1 sind noch besser ist als die hier. Eigentlich müsste das Spiel ab 16 freigegeben sein. Man schlägt Menschen und die explodieren. Darstellung von Gewalt. Und Missbrauch von Büchern. Yay. So, ein Spielzeug fehlt noch. Ins Gesicht. Was ist das für ein komischer Wald, wo Holz, wo hier Baumstämme von Füßen durch die Luft getrampelt werden. Wo komische Elche Tollwut haben. Stinktiere auch. Wo die größten Schmetterlinge der Welt rumfliegen. So, alles in dem Level und das war jetzt schon das vierte Level, glaube ich. Geht halt sehr schnell. Und das Wettrennen, das ist unnötig, aber das mache ich nicht. Ja, geschafft.